Ja, wäre jetzt auch besser gewesen, hätte man noch die Mauer gehabt und so. Das wäre alles ein bisschen sinniger gewesen, ne, ganz klar. Aber so ist es halt. Stefan aka Attili, ja. Es ging halt nicht anders. So, hier wird jetzt wahrscheinlich gleich durch unsere Tierchen eingesammelt. Das ist okay. Wahrscheinlich wird hier hinten, wenn die Feinde gelagert. Ja, ja, machen sie schon. Ach, guck mal, Volango hier einfach. Der baut die Schmelze auf. Jawohl, Volango. Let's do it. So, also, hier werden nur Eisenbarren geschmiedet. Und Gegenstände für Metallschmelzen können wir hier auch machen. Für immer. Und zwar alles, was Trefferpunkte hat, nur noch 0-20%. Und alles in der Qualität schwach bis solide. Das ist die Aufgabe. Und er kann alles quasi verhütten, was hier nicht mehr gut ist. Aber... ja. Er kann das alles verhüten, was nicht mehr gut ist. Das ist schon mal ganz geil. Vor allen Dingen, weil wir den Eisenanteil wegbekommen. Eisen brauchen wir wahrscheinlich für so ziemlich jede Waffenproduktion, die in der Zukunft kommt. Das heißt, damit jetzt schon mal anfangen, ist A nicht schlecht und B macht es das Lager frei. Das andere wird unsere Geldschmelze. Da wird quasi alles, was Silber ist und was Gold ist, eingeschmolzen. Erschöpft. Hier unten, Cavallo gerade. Ja, wie gesagt, das Ding ist jetzt nur ein provisorisches Torhaus, das wir hier bauen. Das wird noch anders. Genau, die Fallen stellen sie automatisch zurück. Alle unsere Leute haben Hausmeistertätigkeiten drinnen und die kümmern sich da auch sehr schnell dann drum. Ja. Was ist denn hier? In einer ungeeigneten Umgebung? Oh, 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 okay. Ja, wir haben gerade so ein bisschen... Die müssen sich erstmal um all das kümmern jetzt gerade. Es ist saukalt draußen. Es ist zum Glück jetzt gleich Tag und dann werden sie sich auch wieder um die Feuerstellen kümmern. Das ist momentan nämlich eben nicht der Fall. Ja, ja, wir haben noch Feuer, aber die Feuer sind zum Teil ausgegangen. Wir müssen wieder ein bisschen versorgt werden hier. Wie gesagt, unsere Leute brauchen halt mal ein bisschen weniger Aufträge. Das ist natürlich jetzt so ein Teil hier zu bearbeiten, ist natürlich ein Haufen Holz. Ja, das wird schon werden. Na, die gehen jetzt dann bestimmt gleich rum und bringen hier Zeug rein und dann wird das schon. Wie gesagt, je weniger Aufträge wir auch aktiv noch haben, desto mehr kümmern sie sich einfach um den ganzen anderen Plunder, der da noch offen ist. Was ist das hier? Lehmvorkommen. Das ist natürlich auch geil. Na, dass wir jetzt hier zufälligerweise durch ein Lehmvorkommen durchpflügen, dann können wir halt auch dann demnächst mal den zweiten Schmelzofen bauen. Oder auch einfach mal wieder brennen. Also die tun das tatsächlich da in den Schmelzofen gerade rein. Das ist gut. Also dann, wie gesagt, Servierer, die kümmern sich alle gerade hier um die Baumfällaktionen. Und ums Neuanpflanzen davon. Das ist gut, wenn sie es jetzt tun, weil im Frühling haben sie dafür durch die Ansäezeit gar keine Zeit dafür. Volango auf Baustufe 28 einfach hochgerannt. Ja, das ist ordentlich. So, hier wird dann auch noch... Ja, guck dir das an, Alter. Oh, Stefan kümmert sich hier. Die kümmern sich gerade so alles ein bisschen um die ganze Geschichte. Das ist okay. Die Ziegenarmee kümmert sich um die Aufräumarbeiten, ja. Also wenn hier irgendwo was rumliegt, wie das Zeug hier, das wird dann demnächst wahrscheinlich von der Ziege geholt werden, wenn denn Platz ist.
Das Problem ist eher, dass wir keine Lagerfläche für so Zeugs haben, weil im Hauptlager unten im Haus nicht so viel Platz drinnen ist. Hier liegt auch allgemein alles Mögliche an Schund rum, ja. Und hier liegt auch vor allem sehr viel Holz und alles andere, was wir halt so rumliegen haben. Das wäre eigentlich für ein richtiges Lager, wäre das eigentlich am perfektesten, wenn wir das auslagern könnten. Und ich habe schon noch eine Idee, wie wir das machen können. Und zwar eine Lehmwand und eine Ziegelwand. Nee, aber lass uns erstmal die Häuser fertig bauen, bevor wir mit der nächsten Baustelle anfangen. Im Zweifel, wie gesagt, wir haben so viel davon, dass es alles zu spät ist. Hier lagern sie, glaube ich, kein Holz ein. Hier lagern sie nur die 1000 Zweige ein. Wir könnten natürlich auch hier sagen, packt mal hier auch noch Holz rein. Das würde natürlich wahrscheinlich unsere Ziegenarmee des Todes ausräumen. Ja, die sind schon unterwegs. Dann könnte ich sagen, tut mal hier Holz raus. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht auch. Also Kalkstein raus, Gold raus, Salz raus, Holz raus. Also gar kein Rohmaterial. Ein Hund ist aufgetaucht. Wie gesagt, damit räumen die natürlich auch das Lager frei. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Weil dann ist das hier im Außenlager. Das tut mir nicht weh. Und wir kriegen hier Platz rein. Und hier oben merkt man dann auch, wie dann hoffentlich das dann bald mal leer wird. Ja. Da sind die schon dran. Ja, wie gesagt, unsere Ziegen sind echt überragend. Ja, unsere Ziegenarmee ist das Beste. Wie schaut es jetzt im Haus aus? Laufen die Feuer da wieder? Nee, ne? Ja, es kümmert sich gerade niemand um diese Hausmeistertätigkeiten, ne? Dann machen wir da mal die Prio hoch. Die Regale haben eine ganz spezielle Nutzung hier tatsächlich. Also wenn du mal guckst, wir haben unten, glaube ich, ein Regal hier. Da kannst du Nahrung zum Beispiel reintun, ne? Also kannst zum Beispiel ein Regal für Küchensachen machen, wo du Rüben lagerst oder so. Also eine Art Kurzzeitlager, bevor es dann in der Küche verarbeitet wird. Das ist ganz gut, wenn du gerade so eine Transportarmee wie die Ziegen hast, die dann das Zeug hin und her schaffen. Dann hilft das schon sehr. Bei uns ist es super kalt. Ich hoffe, das wird jetzt dann gleich gelöst werden. Schauen wir mal. Normalerweise, wenn die jetzt aufstehen und feststellen, dass sie diese Top-Prio haben, dann müsste es eigentlich schnell gehen, weil Holz ist ja vorhanden. Zweige auch. Also ist alles da. Ja, gut, und dann kümmern sie sich ja automatisch noch um die Fallen zurückstellen und so Zeugs. Das ist halt dann auch noch ein netter Nebeneffekt am Ende. Vorne haben sie es nämlich auch noch nicht gemacht. Wenn der nächste Überfall käme, würden wir halt auch blöd ausschauen. Ne? Aber der Cavallo kümmert sich schon. Ja, jetzt wird wieder eingeschürt. Okay, alles klar. Dann ist das auch kein Problem mehr. Wie gesagt, es dauert immer ein bisschen, bis sie das mal gemacht haben und dann läuft das. Ja, die kümmern sich, sie sollen sich aber generell um alles kümmern. Also wie gesagt, dass die das ganze Haus mit die Feuerstellen befüllen. Das Gute ist, das müssen halt nur ganz, das ist eine kurze Tätigkeit, die nur sehr, sehr überschaubar gemacht werden muss. Ne? Das geht, die zünden das einmal an und dann läuft das erstmal wieder eine ganze Weile. Ja. Hey, Musik ist von dem. An der Musik müssen sie echt nochmal was machen. Das ist. Der Track ist oft eigentlich voll im Eimer. So. Hör das mal an. Die Musik ist ja geil. Also, ich mag die Musik ja gerne. Ihr könnt ungefähr noch 5, 6, 7 Tracks dazufügen. Ja, aber. Ja, ich mag die Musik sehr gerne von dem Spiel.
Aber die Audiospur ist total im Eimer. So, heute Abend, wenn alle daheim sind, dann gibt es wieder hier angenehme Innentemperaturen. Es dauert halt eine ganze Weile, bis die Hütte warm ist. Ja, aber so, solange es über Plusgrade hat, sind die eigentlich happy. So, hier ist jetzt auch mal ein bisschen Platz drin. Wir haben wahnsinnig viel Leinenstoff, ey. Wir bräuchten mal jemanden, der sich nur um Anfertigen kümmert. Dessen einzige Aufgabe darin besteht, was anzufertigen. Ah, hier draußen sind die. Bin mal gespannt, wie lange. Ah, da kommt schon das. Da kommen sie schon. Die erste Ziege ist schon da. Ich wollte gerade sagen, Volango kümmert sich. Ja, dann muss die Ziegenarmee darf nicht weit sein. Die zweite Schmelze, ja, die können wir auch noch einstellen. Wie gesagt, momentan kümmert sich da halt niemand drum, ne? Deren Aufgabe ist tatsächlich nur noch, die Ressourcen hier zu verarbeiten. Was anders geht's hier gar nicht. Na, guck mal. Stefan kümmert sich hier. Hier wird gerade der schöne erste Eisenbarren eingeschmolzen. Servierer kümmert sich hinten um die Räucherkammer. Das klappt voll gut. Leben haben wir halt jetzt gerade keinen auf groß vorreitig. Wir haben einen Kälteeinbruch, das ist natürlich schlecht. Aber unsere Feuer müssten alle auf Maximum laufen. Lass mal schnell bei einem checken. Ja. Zum Glück haben wir jetzt eingeschürt. Gold ist auch schon eben ein bisschen was drin. Und hier kommt schön Eisenerz raus. Eisen. Metall. Ja. Eisenbarren. So, jetzt. Es liegt hier noch rum ein Turmschild. Hm, na gut. Ja, unsere Speicherkapazitäten sind auch nicht die besten gerade, ne? Wie gesagt, an dem Haus mache ich jetzt nicht mehr viel. Der Stall ist auch in Ordnung. Unser Ziel sollte es natürlich sein, jetzt unseren wirklichen noch richtigen Wohnkomplex zu schaffen. Da ist ja auch schon vieles drinnen und geschafft. Es muss halt nur noch weitergebaut werden. Aber das wird wahrscheinlich jetzt eher so sein, dass da ein bisschen Pause reinkommt, weil wir jetzt dann ins Anbauen reinkommen werden. Und das ist natürlich auch wichtig. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir haben viele Sachen eingestellt, die wichtig sind. Alles auf Blüht, auf Reif, hier unten die Rüben. Das ist okay. Wir können das auch auf Blüht einstellen eigentlich. Wobei Reif, wir haben da eine Runkelrübe, haben wir irgendwo, glaube ich, auf Blüht. Ja. Karotten auf Blüht, das passt. Karotten auf Samenbildung, da können wir auch auf Blüht umstellen. Und dann haben wir das hier, okay, alles klar. Schön, ne? Mit auch Samen und so weiter. Unsere Ziegen sind halt instant einfach da. Okay, die, Gegner hier, die haben es jetzt nach einem halben Winter, nachdem sie niemand sich drum gekümmert hat, haben es dann auch endlich hinter sich gebracht. So, wir haben jetzt aktuell minus 12 Grad Kältewelle. Ja, die meisten werden sich natürlich dann eher innen aufhalten oder in einem geschützteren Raum. Unten kleinen Lagerraum, in unserem Erdlagerraum ist natürlich auch gut. Hier liegt auch wahnsinnig viel an Tieren noch rum. Das ist natürlich auch für völlig verrückt, ne? Ich dachte eigentlich, unser Essen läuft besser, ne? Wir müssen mal schauen. Wer ist denn unser Hauptkoch? Wer ist denn der Koch, der Koch der Köche? Kirito oder Cravallo? 23, 4. Kirito.
3 ist Künstler, 2 ist Forschung. 13. Ist da auch nicht so schlimm der Beste drin. Tierhaltung machst du und Kochen. Und Bauen machst du auch. Aber erst danach. Okay, das ist für mich fein. Was macht Kirito gerade? Ja gut, es ist 16 Uhr, ne? Aber eigentlich müsste er da Vollgas geben. Er betet jetzt, okay. Trinken. Ja, okay. Okay, was haben wir noch? Luca. Luca wäre gerne Bergbauer geworden, ist aber auch ein sehr guter Koch. Das kann man bei allen mal reintun. Anfertigen können, kann jeder im Prinzip machen. Gärtner? Achso, da hinten. Ja, wie gesagt, jetzt ist der Riesenanteil hier an Holz ist jetzt erstmal durch. Das soll uns erstmal in Ordnung sein. Bernie Bär, einen wunderhübschen guten Abend. Master Richard ist auch noch am Gärtnern. Wo gärtnert der denn? Auch hier? Ach ja, die bauen noch die letzten Felder hier an. Okay. Wie gesagt, wenn solche Megabauprojekte dann mal durch sind, dann wird das auch besser. Oh, hier. Golderz. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal Eisenbarren. Ich stelle ja mir vor, dass alle Zwerge hier in Goldrüstung auftreten. Das wäre halt der Traum. Und Flamby, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Stell dir mal vor, die haben alle Goldrüstung an. Stehen auf den Mauern oben in strahlender Goldrüstung. Dann weiß Bescheid einfach. So. Kältewelle ist vorüber. Yes! Dann kannst du im Innenbereich vielleicht mal mehr als 1,9 Grad haben, Wornick. Okay. Der Dachzugang in... Wir haben so ein Treppenhaus. Alle Türen nach unten oder oben sind immer verschlossen. So. Meinst du Going Medieval, meinst du, Bernie Bear? Also du hast natürlich Elemente, die dich an einen Rimworld zum Beispiel erinnern. Hast du. Das ist nicht bestreitbar, denke ich. Ich glaube, das bestreitet auch niemand. Einfach nur, weil die Charakterübersichten und so weiter, das schon alles ziemlich klar ist. Aber das Setting und so weiter, ich finde es interessant. Ich wünschte, dass, also ich finde das Spiel auch sehr gut. Ich finde es wirklich sehr gut. Ich mag diese ganze Mechanik auch so, wie du hier 3D-Burgen bauen kannst, sehr gerne. Super gerne. Auch so von der ganzen Machart finde ich das Spiel gut. Ah, hier wird sich jetzt schon um den Innenausbau gekümmert. Ah, hier, warte mal kurz, ich mach mal das Dach ein bisschen. Ah, also hier kümmern sie sich jetzt schon um die Tafel. Ja, es ist halt kalt draußen, aber es wird jetzt gleich Frühling, dann müssen wir auch die Felder langsam wieder aktivieren. Das können wir eigentlich tatsächlich dann schon machen bei Zeiten. So, am morgigen Tage könnten wir eigentlich die Felder wieder langsam starten. Mal schauen.
ist auch wir Erde haben wir halt auch zu Genüge, ne? Okay. So insgesamt schaut das gerade gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, solche Aufgaben wie hier, das ist natürlich erstmal ein ordentliches Brett, bis sie das weg haben. Aber dann haben wir unsere Mauer auch innen drin nochmal ein bisschen begradigt. Das ist okay. Das finde ich in Ordnung auch. Was stört, hat mich die ganze Zeit schon gestört, dass hier so ein riesen Klumpen noch ist. Wir haben das ja genutzt am Anfang, aber jetzt ist es mir auch dann langsam ein bisschen drüber, ja. Die Burgmauer oder der Burggraben, den wir hier pflanzen, der geht ja auch erstmal nur bis hier hinten. Da müssen wir die Seite natürlich dann auch nochmal bei Zeiten fertig machen. Aber das ist dann wieder eine andere Baustelle für einen anderen Tag. Ja. Das ist auch keine große, also die Mauer, die wir hier haben, ist auch nicht hoch, ne? Also sind wir ehrlich, wenn das eine Menschenhöhe ist, dann ist die so, sagen wir mal, der ist so, wie groß ist der? 1,59, also 1,60, dann ist das so eine 2,60er Höhe ungefähr. Würde ich jetzt mal schätzen. Lass es maximal 3 Meter hoch sein, das Ding. Also, das ist nicht hoch. Da kommt der Feind mit der Räuberleiter hoch. Ja, ja, eben. Na, also, das ist nicht die finale Mauerhöhe, finde ich persönlich. Ja? Also, ich persönlich würde sagen, das ist nicht die finale Mauerhöhe. Mauern müssen höher sein. Und um das zu realisieren, will ich eben erst den Burggraben haben. Dann kann ich nämlich stellenweise hier die Mauer rausreißen, weil da kommt eh keiner drüber. Zumindest nicht ohne weiteres. Und dann kann ich hier zumindest dann schon mal richtige Mauern setzen. Das ist so mein Ziel. Vom PC aus weiterschauen. Das ist immer eine gute Idee, Kirito. Wie warm ist es denn innen? 3,7 Grad. Das ist aber auch saukalt, ne? Obwohl das alles auf hoch steht. Naja. Dann haben wir jetzt ein bisschen den Baumbestand hier auch ein bisschen begradigt bei uns. Das ist auch wichtig, dass das alles wegkommt. Damit wir auch wissen, weißt du, das irgendwann überwuchert das sonst den ganzen inneren Bereich. Das will ich halt vermeiden. Hier sind die auch langsam fertig. Sehr gut. Gut. Okay. Ich brauche jetzt mal gerade ganz kurz irgendjemanden. Spelti. Du machst Bergbau und anfertigen und kochen. Ja. Spelti, du machst mal bitte anfertigen. Das wäre irgendwie wichtig. Ja, so machen wir das mal. Wir bereiten mal für Spelti jetzt so ein bisschen. Der kümmert sich jetzt mal so. Der ist der Kümmerbär, der Spelti, ja.
Alle anderen haben irgendeine Spezialisierung, die nicht mehrfach auch abgebildet ist zum Teil oder die wir öfter brauchen, aber Spelti ist einfach der Kümmerbär. Ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn wir Spelti da in die Richtung reinbringen. Der hat nämlich einen hohen Skill in der Kochkunst. Und er hat aber auch im Zimmerhandwerk, ist er auch nicht unbegabt. Das Mädchen für alles. Im Kochlerk, was gibt's? Ja, Spelti, ich glaube, du bist da an der Stelle richtig. Du bist als Kümmerich bist du quasi immer dabei. Im Übrigen, diese Fallen hier können wir jetzt eigentlich auch wieder abreißen, ne? Die brauchen wir an der Stelle gar nicht, die können weg. Da mache ich lieber einen schönen Weg drauf. Aus Eisen könnte man machen, aber das passt auf dem Gebäude halt auch gar nicht so hin. Spelti 46 gewonnen! Spelti hat den Vorteil erhalten, Vielfraß! Yay! Spelti einfach next level. Weißt du, Spelti einfach auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Game Nicholas, guten Abend dir. Hi, grüß dich. So. Gittertür, Eisenbahnholz. Trefferpunkte. 300 Trefferpunkte. Das ist die stärkste, die es gibt. Frühlingssaison. Dann, let's go, Leute. Schade, dass man nicht einfach sagen kann, sät bitte einfach überall an. Du musst das bei jedem Feld aktivieren mit der Hand. Let's go. So, die innere Todeszone ist quasi auch schon verlegt. Da können wir jetzt nämlich unsere Fallen auch reinbauen nochmal. Da. Warum kann ich denn die eigentlich nicht verändern? Das ist unser innerer Todeszonenbereich. Wer es hier reinschafft, hat eigentlich schon verloren. Also, du hast die Gittertüre überstanden, gehst da rein und stürzt dir erstmal Dornen in die Beine, ja. Und von oben hageln die Pfeile runter. Und das ist, also, wenn du die Außentüre überstanden hast und eigentlich denkst, das Schlimmste ist vorbei, nachdem du hier auf dem Todescatwalk unterwegs warst, ja. Und eigentlich gedacht hast, boah, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Ja, dann kommt eigentlich das Schlimmste erst.